dieser Stelle beschäftigen wir uns mit einer der spannendsten und schönsten geomorphologischen Formen. Und zwar schauen wir uns hier Flussmeander. Flussmeander gehört zu der Gruppe der fluvialen geomorphologischen Formen. Und sie zeigen uns an, wie ein Fluss sich bewegt. Normalerweise versucht ein Fluss ja, eine Strecke möglichst schnell zu überwinden. Das heißt, er nimmt die kürzeste Strecke, um das Wasser von A nach B zu transportieren. In einem solchen Fluss liegt der Stromstrich, das ist die Stelle des Flusses, die am schnellsten fliegt, in der Mitte des Flusses. Warum? Das liegt daran, da ist die Reibung am geringsten. Das fließende Wasser produziert Reibung an den Flussufern und natürlich am Flussboden. Und in der Mitte des Flusses haben wir die geringste Reibung, da fließt das Wasser am schnellsten. Nun bilden sich in einem Fluss immer Turbulenzen, insbesondere Quer- und Längswalzen. Wie die entstehen, machen wir hier an dieser Stelle nicht. Auf jeden Fall sorgen diese Walzen dafür, dass der Stromstrich anfängt zu pendeln. Er bewegt sich von einem Ufer zum anderen. Das ist erst eine ganz langsame Bewegung und die wird dann immer stärker. Was nun passiert ist, wenn der Stromstrich sich dichter an ein Ufer verlagert, dass er anfängt, an diesem Ufer Material wegzunehmen. Weil dann ist die Fließgeschwindigkeit an der Seite höher. Eine höhere Fließgeschwindigkeit bedeutet, der Fluss kann oder das Wasser kann mehr Material aufnehmen. Und was dann passiert, sehen Sie hier. Der Fluss greift das Wasser, den Hang an und nimmt Material weg und dadurch wird der Hang immer steiler. Und diese Form heißt Prallhang. Das ist ein sehr schöner beschreibender Name, weil der Stromstrich prallt durch das Pendeln gegen das Ufer. Er prallt dagegen, nimmt Material mit und transportiert es flussabwärts. Dadurch entstehen solche steilen Hänge. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Fließgeschwindigkeit nun herabgesetzt, weil der Stromstrich ist ja auf der anderen Seite des Flusses. Wenn wir eine geringe Fließgeschwindigkeit haben, passiert genau das Gegenteil. Der Fluss kann weniger Material transportieren und lagert Material ab. Und das ist das, was man hier sehr schön an dieser Seite hier sehen kann. Und je weiter wir vom Stromstrich entfernt sind, umso mehr Material ist abgelagert worden. Das gibt dann einen so sanft geneigten Hang in diese Richtung, gegenüber von dem Prallhang. Und diesen Hang bezeichnen wir dann als Gleithang, weil es so aussieht, als wenn der Fluss auf diesem Hang in Richtung des Prallhanges abgeglitten ist. Prallhang und Gleithang. Das sind die beiden Seiten eines Flussmeanders oder einer Meanderschlinge. Eine Meanderschlinge wäre genau das hier, was ich hier gerade stehe. Gut. Dadurch, dass der Stromstrich pendelt und gegen den Prallhang stößt, wird der Prallhang immer weiter zurückverlagert. Das heißt, der Fluss verschiebt sich immer weiter in diese Richtung. Und das machen natürlich alle Meanderschlaufen. Sie wandern alle, werden alle immer größer. Das heißt, die Wegstrecke wird immer länger. Und damit haben Flussmeander einen massiven Einfluss auf das Abflussgeschehen und auch auf die Flussökologie. Ich hatte am Anfang gesagt, ein Fluss versucht oder das Wasser versucht, möglichst schnell von A nach B zu kommen. Dadurch, dass die Strecke des Flusses immer länger wird, bei gleichbleibendem Gefälle, fließt das Wasser dann mit der Zeit immer langsamer. Und damit bekommen wir ein ganz anderes Abflussgeschehen. Weil, wie gesagt, der Fluss braucht jetzt eine längere Strecke, um das gleiche Gefälle zu überwinden. Aber das geht nicht unendlich. Weil wenn die Flussmeander immer weiter wachsen, zum Beispiel der hier, wandert immer stärker in diese Richtung. Und das machen natürlich auch die anderen Meander. Was also passiert ist, dieser Flussmeander wandert immer weiter in diesen Hang hinein, hinter meinem Rücken. Der Fluss wird immer länger. Und das Gleiche passiert natürlich auch mit dem Flussmeander flussabwärts. Auch dieser Flussmeander dehnt sich ein bisschen weiter in diese Richtung aus. Das ist natürlich weniger als da oben, weil dieser Flussmeander will ja eigentlich flussabwärts. Das heißt, er möchte dem Gefälle folgen. Der wandert also immer weiter nach hinten und trifft irgendwann auf diesen Flussmeander. Und die Folge ist, dass dieser Rücken, auf dem ich gerade stehe, durchbrochen wird.
Und dann nimmt der Fluss natürlich die kürzeste Strecke. Die Konsequenz ist dann, dass dieser Teil des Flusses trocken fällt. Und dann haben wir hier einen sogenannten Altarm. In diesem Altarm steht das Wasser dann eine Zeit lang, er sedimentiert zu. Nur noch bei Hochwasser wird er genutzt und irgendwann ist er dann komplett vom Flusssystem abgeschnitten. So bilden sich Altarme. Kann man in Luftbildern, in Geländemodellen oder in Satellitenbildern wunderbar erkennen. In der Mitte des Flusses hier bildet sich eine Stelle, die von allen Seiten von Tälern umgeben ist. Auf dieser Seite hier haben wir den Altarm. Und da drüben an der Stelle, wo ich es Ihnen gezeigt habe, fließt der neue Fluss. Das heißt, das Material hier in der Mitte ist von allen Seiten von Tälern umgeben. Und dann sprechen wir von einem sogenannten Umlaufberg, weil der Fluss diesen Berg komplett umlaufen hat. Ein sehr schönes Beispiel für die Verlagerung von Flüssen, die Bildung von Alparmen und Umlaufbergen ist die Verlagerung des Neckars bei Laufen. Hier oben ist Laufen und ursprünglich ist der Neckar mal in einer Schlaufe hier um den Berg geflossen und dann hier wieder zurück. Und dann ist dieser Mäanderbogen hier, der ist durchgebrochen und jetzt fließt der Neckar natürlich hier die kürzeste Strecke und übrig geblieben ist dieser Berg hier und der ehemalige tief eingeschnittene Flusslauf hier unten. Eine andere Stelle, wo man sowas sehr, sehr schön sehen kann, ist in Sibirien. Die großen Ströme Sibiriens. Hier sehen Sie ein Beispiel von der Tumara. Das ist ein Fluss in Nordostsibirien, entwässert das Werchnojanska Gebirge. Und Sie können hier wunderbar die verschiedenen Flussschlingen sehen. Und Sie können auch erahnen, wie sich diese ganzen Schlingen verlagert haben. Hier ist zum Beispiel wiederum ein Altarm, der stillgelegt ist now. Jetzt, früher ist der Fluss hier entlang geflossen. Das war die Einführung in die Flussmeander. Ihre Aufgabe an dieser Stelle ist es, zeichnen Sie den Verlauf des Beverbaches von der Brücke über die nächsten drei Meanderschlingen. Zeichnen Sie die Breite des Flusses ein und wo der Stromstrich theoretisch verlaufen würde.